aprendaalemán.com. Más información en la descripción del vídeo. No tengo lavadora. Ich habe keine Waschmaschine. Ich habe keine Waschmaschine. Ich habe keine Waschmaschine. Voy a la lavandería. Allí puedo lavar y secar mi ropa. Ich gehe in einen Waschsalon. Dort kann ich meine Wäsche waschen und trocknen. Ich gehe in einen Waschsalon. Dort kann ich meine Wäsche waschen und trocknen. Ich gehe in einen Waschsalon. Dort kann ich meine Wäsche waschen und trocknen. Tengo cuidado con no mezclar la ropa blanca con la ropa de color. Ich passe auf, Buntwäsche und weiße Wäsche nicht miteinander zu vermischen. Ich passe auf, Buntwäsche und weiße Wäsche nicht miteinander zu vermischen. Ich passe auf, Buntwäsche und weiße Wäsche nicht miteinander zu vermischen. La temperatura del agua es muy importante. Die Wassertemperatur ist entscheidend. Die Wassertemperatur ist entscheidend. Die Wassertemperatur ist entscheidend. Lavo la ropa de color a 30 grados y la ropa blanca a 60 grados. Meine Buntwäsche wasche ich bei 30 Grad und meine weiße Wäsche bei 60 Grad. Meine Buntwäsche wasche ich bei 30 Grad und meine weiße Wäsche bei 60 Grad. Meine Buntwäsche wasche ich bei 30 Grad und meine weiße Wäsche bei 60 Grad. Hay una secadora eléctrica para secar la ropa. Es gibt einen Trockner, um die Wäsche zu trocknen. Es gibt einen Trockner, um die Wäsche zu trocknen. Es gibt einen Trockner, um die Wäsche zu trocknen. Tiendo mi ropa en un tendedero en mi baño. Ich hänge meine Wäsche zum Trocknen auf einen Wäscheständer. Ich hänge meine Wäsche zum Trocknen auf einen Wäscheständer. Ich hänge meine Wäsche zum Trocknen auf einen Wäscheständer.
No me gusta planchar la ropa. Ich bügle meine Wäsche nicht gerne. Ich bügle meine Wäsche nicht gerne. Ich bügle meine Wäsche nicht gerne. ¿Sabes tocar algún instrumento de música? ¿Kannst du ein Instrument spielen? ¿Kannst du ein Instrument spielen? ¿Kannst du ein Instrument spielen? No, no sé. ¿Y tú? Nein, kann ich nicht. Und du? Nein, kann ich nicht. Und du? Nein, kann ich nicht. Und du? Yo toco el violín y el piano. Ich spiele Geige und Klavier. Ich spiele Geige und Klavier. Ich spiele Geige und Klavier. He aprendido a tocar la guitarra, pero se me ha olvidado. Ich habe Gitarre spielen gelernt, aber es vergessen, verlernt. Ich habe Gitarre spielen gelernt, aber es vergessen, verlernt. Ich habe Gitarre spielen gelernt, aber es vergessen, verlernt. Siempre llevo conmigo mi Saxophon. Ich nehme mein Saxophon überall mit hin. Ich nehme mein Saxophon überall mit hin. Ich nehme mein Saxophon überall mit hin. Me gustaría comprar una batería, pero no tengo sitio para tocarla. Ich würde gern ein Schlagzeug kaufen, aber ich habe keinen Ort, an dem ich darauf spielen kann. Ich würde gern ein Schlagzeug kaufen, aber ich habe keinen Ort, an dem ich darauf spielen kann. Ich würde gern ein Schlagzeug kaufen, aber ich habe keinen Ort, an dem ich darauf spielen kann. Para viajar, la armónica es el instrumento más práctico. Zum Reisen ist die Mundharmonika das praktischste Instrument. Zum Reisen ist die Mundharmonika das praktischste Instrument. Zum Reisen ist die Mundharmonika das praktischste Instrument.
¿Te gusta el acordeón? ¿Spielst du gerne Akkordeon? ¿Spielst du gerne Akkordeon? ¿Spielst du gerne Akkordeon? Todas las semanas juego al fútbol con mis amigos. Ich spiele jede Woche mit meinen Freunden Fußball. Ich spiele jede Woche mit meinen Freunden Fußball. Ich spiele jede Woche mit meinen Freunden Fußball. Nuestro equipo va mucho mejor que el año pasado. Unsere Mannschaft ist viel besser als letztes Jahr. Unsere Mannschaft ist viel besser als letztes Jahr. Unsere Mannschaft ist viel besser als letztes Jahr. Acaban de construir un nuevo estadio en nuestra ciudad. Es wurde gerade erst ein neues Stadion in unserer Stadt gebaut. Es wurde gerade erst ein neues Stadion in unserer Stadt gebaut. Es wurde gerade erst ein neues Stadion in unserer Stadt gebaut. ¿Dónde está el portero? Wo ist der Torwart? Wo ist der Torwart? Wo ist der Torwart? Nuestro equipo juega en primera división. Unsere Mannschaft spielt in der ersten Liga. Unsere Mannschaft spielt in der ersten Liga. Unsere Mannschaft spielt in der ersten Liga. El árbitro es muy severo. Der Schiedsrichter ist sehr streng. Der Schiedsrichter ist sehr streng. Der Schiedsrichter ist sehr streng. ¿Cuántos goles ha marcado vuestro equipo? Wie viele Tore hat eure Mannschaft geschossen? Wie viele Tore hat eure Mannschaft geschossen? Wie viele Tore hat eure Mannschaft geschossen? En cada equipo hay 11 jugadores. Es gibt 11 Spieler in einer Mannschaft. Es gibt 11 Spieler in einer Mannschaft.
Es gibt 11 Spieler in einer Mannschaft. El central acaba de marcar un gol. Der Mittelstürmer hat gerade ein Tor geschossen. Der Mittelstürmer hat gerade ein Tor geschossen. Der Mittelstürmer hat gerade ein Tor geschossen. Esperamos el Mundial de Fútbol con impaciencia. Wir warten mit Ungeduld auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Wir warten mit Ungeduld auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Wir warten mit Ungeduld auf die Fußball-Weltmeisterschaft.